zeige euch heute den krassesten, wirklich den geilsten Mercedes, der veröffentlicht wurde. Auf jeden Fall habe ich das Video auf Facebook gefunden. Und ich konnte jetzt hier auf dem PC nicht abspielen, deswegen habe ich als Video das Ganze dann einfach vorbereitet. Ich lasse dann jetzt abspielen, wir schauen uns das Ganze an. Also das Auto ist auf jeden Fall zeitgemäß, sehr digital, großer Kühlergrill, so wie es auch BMW schon macht. Ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns das Ganze an und dann zeige ich mal was dazu. Also mir gefällt das Auto mega, ist Geschmackssache. Ist sowieso nicht bezahlbar, das Auto, ich will gar nicht wissen, was es kostet, ist ein Maybach. Und jetzt schauen wir uns den mal an. Also ich finde, das ist auf jeden Fall der krasseste Mercedes. Mir gefällt der mega. Im Endeffekt können wir uns den sowieso alle nicht kaufen. Fangen wir hier an mit dem Kühlergrill. Ist auf jeden Fall mega groß, richtig protzig, aber ist auf jeden Fall zeitgemäß. BMW macht es ja genauso. So ist ja nicht. Hier die Scheinwerfer. Ich weiß nicht, was das sind. Sieht aus wie so LED-Scheinwerfer. Ja. Relativ kleine Scheinwerfer, dennoch strahlen die bestimmt ihre 600 bis 800 Meter weit. Von hinten finde ich das Auto mega geil. Also hier mit der durchgehenden Rückleuchte. Haben ja auch schon viele Autos, so ist jetzt nicht. Gefällt mir auf jeden Fall mega gut. Hier nochmal der Benzstern. Ja, ist auf jeden Fall sowieso Geschmackssache. Seitlich ist das Auto auch mega geil. Wo habe ich jetzt? Ah. So, jetzt haben wir ein Bild von der Seite. Die Felgen sind auf jeden Fall geil. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Zoll das jetzt ungefähr sind. Sieht nach 20 Zoll aus, aber kann ich euch jetzt echt nicht sagen. Ist auf jeden Fall geil. Das Auto ist mega lang. Mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen. Richtig geile Karre. Innen hier mit den LEDs noch in den Sitzen. Ja, sieht aus wie ein Raumschiff. Also das Lenkrad ist auf jeden Fall geil und ich glaube, das hier ist so ein durchgezogenes Widescreen Cockpit, wenn ich mich da nicht irre. Am Ende wird es, glaube ich, kurz eingeblendet hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Well,
goes about three dimensions or 6 meters. It's very hard to handle, but that is the only line because the key is really in here. Ich glaube, das ist das Widescreen Cockpit. Mega, mega geil. Also der Maybach ist echt gelungen. Aus meiner Sicht ist natürlich Geschmackssache, ist meine Meinung. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den vorgestellten Mercedes findet. Und wenn euch das informative Video hier gefallen hat, dann lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace. Wie gesagt, wenn euch das unfassbar schlechte Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, folgt mir auf Instagram und wir sehen uns im nächsten Video. Peace, Leute.